St. Galler Kantonalbank Investment Talk aus dem Investmentcenter der St. Galler Kantonalbank. Mitte Januar haben die Schweizerische Nationalbank und die Europäische Zentralbank die Märkte in Aufregung versetzt. In der Zwischenzeit hat sich der Rauch etwas verzogen. Mit Caroline Hilp, Leiterin Anlagestrategie St. Galler Kantonalbank, bespreche ich, was Anleger heute bei ihren Entscheidungen berücksichtigen müssen. Caroline Hilp, auch Sie wurden vom Entscheid der Schweizerischen Nationalbank, den Euro-Mindestkurs aufzuheben, überrascht. Ja, auch ich wurde überrascht. Da ist der SNB eine Überraschungskur gelungen. Das hat zwei Seiten. Einerseits ist es sicher gut, weil nun die Spekulation um diese 1,20 aufhört und die SNB wieder flexiblere Geldpolitik gestalten kann. Auf der anderen Seite hat es natürlich die Rahmenbedingungen für die Schweizer Wirtschaft massiv verschlechtert und die muss sich nun neu organisieren. Einige Wochen sind seit diesen Entscheidungen nun vergangen und die Sicht auf die Dinge ist etwas klarer. Was ist Ihre Prognose für den Euro-Wechselkurs und die Zinsen in der Schweiz? Beim Wechselkurs zum Euro erwarten wir, dass das rund um Parität sein wird. Im Moment sind wir ja bei rund 1,05. Ich denke, das ist im Moment das höchste der Gefühle, zumindest für die nächsten drei Monate. Bei den Zinsen sehen wir, dass sie stark negativ sind, auch bei langen Laufzeiten. Davon werden wir uns in den nächsten Monaten nicht trennen. Wir gehen davon aus, dass bis zu 5 Jahren die Zinsen negativ bleiben werden. Auch die Europäische Zentralbank hat überrascht. Was bedeutet das Anleihekaufprogramm genau? Ihr Anleihenkaufprogramm bedeutet vor allem zwei Dinge. Erstens, es bedeutet einen schwachen Euro und zweitens, es bedeutet sehr tiefe Zinsen. Die tiefen Zinsen, die helfen Ländern wie Italien und Spanien, sich zu refinanzieren und gibt diesen Ländern Zeit. Auf der anderen Seite bedeutet der schwache Euro, dass exportlastige Länder wie Deutschland davon profitieren werden. Auch die US-Notenbank hat ähnliche Programme durchgeführt. Während dieser Zeit, wir sehen das auf der vorliegenden Grafik, haben die Aktienkurse in den USA sehr stark zugelegt. Heißt das letztendlich nun auch, dass ich einfach europäische Aktien kaufen soll? Nein, das bedeutet es nicht. Das wäre ein bisschen zu einfach. Es macht sicher Sinn, einen Teil in europäischen Aktien zu investieren, aber die Gleichung Quantitative Easing in der Eurozone gleich steigende europäische Aktienmärkte, die geht nicht auf. Die EZB macht dieses Programm aus gutem Grund. Es geht um die andauernde Konjunkturschwäche in der Eurozone. Es geht um die strukturellen Rückstände, die nach wie vor in der Eurozone vorherrschen. Und diese werden natürlich auch die Entwicklung am Aktienmarkt dämpfen. Kommen wir zurück zur Schweiz. Wird sich nun der starke Schweizer Franken auf die Gewinnsituation der Schweizer Unternehmen auswirken und wird sich das auf die Aktienkurse auswirken? Auf die Aktienkurse hat sich ja der starke Franken bereits ausgewirkt und natürlich wird er auch negative Spuren bei den Gewinnen der Schweizer Unternehmen hinterlassen. Ich denke, dass wir vor allem im ersten Halbjahr 2015 weitere Rückschläge bei den Unternehmensgewinnen sehen werden. Ich glaube aber nicht, dass die sich noch 1:1 im Aktienmarkt niederschlagen werden, weil dort halt schon sehr viel gegangen ist. In den vergangenen 2-3 Jahren waren besonders dividendenstarke Titel gesucht, weil sie eine gute Quelle für Rendite waren. Heißt das, dass nun diese Dividenden in Gefahr sind? Ich glaube nicht, dass diese Dividenden per se in Gefahr sind. Ich glaube, es ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Wenn man in ein Unternehmen investiert aus der Pharmabranche oder aus dem Nahrungsmittelbereich, das international aufgestellt ist, dann hat man eine nachhaltige Dividendenrendite und die sollte sich weiterhin ausbezahlt machen. Mit Obligationen lässt sich kaum mehr etwas verdienen. Die Zinsen sind sehr tief oder gar negativ. Was raten Sie Ihren Kunden für Ihre Obligationenportfolios im Moment? Bei den Obligationenportfolios ist Sicherheit so teuer wie guter Rat. Wenn wir an den Obligationenmarkt schauen, haben wir sehr viele Anleihen mit einer negativen Rendite und hier eine eindeutige Empfehlung zu geben, ist relativ schwierig. Ich finde, dass der Obligationenmarkt im Moment die Risiken nicht entschädigt, weder die Zinsrisiken noch die Kreditrisiken. Das bedeutet aber nicht, dass man sich jetzt von den Obligationen trennen muss. Sie bleiben ein zentraler Bestandteil des Portfolios. Schwieriger wird es dann, wenn man Obligationen neu investieren muss. Hier würde ich zur Zurückhaltung raten. Um wenigstens noch ein bisschen Rendite zu erzielen, soll der Anleger nun auf alternative Anlagen ausweichen, also Immobilien, Gold, Rohstoffe, Hedgefonds? Immobilienfonds sind sicher ein Thema, das auch uns beschäftigt. Ich glaube, was positiv auffällt bei Immobilienfonds ist, dass die Rendite nach wie vor positiv ist. Inzwischen ist der Preis wieder gestiegen mit dem ACO, aber im Vergleich zu Obligationen sicher nach wie vor interessant, vor allem im Hinblick auf andauernd tiefe Zinsen. Bei den anderen Kategorien, die Sie genannt haben, Öl, Gold oder auch Hedgefonds, hat man natürlich ein ganz anderes Risikoprofil als bei Anleihen. Muss man selektiv anschauen, kann je nach Portfolio Sinn machen, ist aber sicher nicht für die breite Menge und eher in Kollektivanlagen sinnvoll.
Caroline Hilp, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Gerne.